Diesmal haben wir, man glaubt es eigentlich nicht, wieder vermehrt Gastgesang mit bei. Auch. Ja. Also haben auch diesmal wieder Frauengesang mit bei. Von deiner Tochter. Ja, meine Tochter hat tatsächlich einen Gastauftritt auf dieser CD. Ja, ich finde auch. Also wir hatten ja, haben ja immer, haben eigentlich bisher immer was mit weiblichen Gastgesang dabei, ja. Und diesmal halt auch wieder. Ja. Und diesmal auch kleinere. Ja. Ja. Ja, man muss ja auch den Nachwuchs fördern eigentlich. Und das haben wir eigentlich in der Form getan. Dein Schwager darf mal mittonen. Ganz genau, der hat mal alle so mit bei. Rumgeflucht. Ist ja nicht so, ist ja, ich verliebe um, ist ja eine Familie. Ist ja nicht nur so, dass die Freundin vom René auch die ganzen Cover zeichnet, wie beim Waldschreien, noch jetzt beim Ehrentempel. Da muss die ganze Familie mit, da muss auch der Bruder noch mit zu. Der hat so einen schweren Gastauftritt, da kriege ich jedes Mal, ich hätte fast gesagt eine Latte, aber eine Gänsehaut, es reicht. Wir haben ja seit Waldschrein haben wir ja die Jessie jetzt mit an Bord, die für uns ja die Designs und das Artwork zeichnet. Gott sei Dank. Schön macht sie das. Da sind wir wirklich tolle Freundin hast du. Ja, da sind wir schon sehr zufrieden, muss ich sagen. Also ich finde auch, es passt perfekt einfach auf die Musik. Es ist wirklich genau das Richtige, einfach ein bisschen was Individuelleres und ja, bringt einfach das Verspielte, aber auch das Naturbezogene und kommt alles auf den Punkt irgendwie. Das ist halt das Schöne, wenn deine Freundin die Cover zeichnet, die weiß ja genau, was du den ganzen Tag machst und tust und ja, die muss ganz schön leiden. In der Früh aufstehen, an den Computer setzen, abends. Deine Fresse ertragen. Ja, das ist, ja, aber davon wollen wir gar nicht reden. Und trotzdem kocht sie dir noch Essen. Stimmt, ja. Die aber auch gestern. Ja, aber mir spuckt sie nicht rein. Bei Rekreatur hatten wir seltsamerweise gar kein Sauflied dabei. Nee, da haben wir diesmal... Haben wir diesmal nachgelegt, haben wir gleich zwei mit reingetan. Sogar drei, ja? Drei eigentlich, ne? Kommt öfters vor, aber das ist, glaube ich, dein Einfluss auch. Und der, ja, gut. Aber das ist ja in Ordnung. Ja, weil wenn ich mir unsere Fans angucke und die Leute live, die saufen halt alle. Ja, live macht das einfach Spaß. Und auf Festivals, das gehört einfach mit irgendwo dazu. Und ich habe nun mal ein Problem, zu dem ich aber stehe. Also ich denke, auf jeden Fall kann man sagen, das Album ist jetzt wirklich das Authentischste eigentlich geworden von unseren bisherigen. Sowohl textlich als auch musikalisch. Das vierte haut rein.